Wer war Imam al-Hussein und was hat er mit den Sunniten zu tun? Imam al-Hussein ist ein Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und es war ein Tag wie heute, der 10. von Muharram, Ashura, an dem Imam al-Hussein von blutrünstigen, ungerechten Menschen ermordet wurde, obwohl er nur Frieden stiften wollte. Al-Hussein, Liebling und Enkel des besten Menschen überhaupt, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Sohn von Fatima Zahra, welche die beste Frau in der Gemeinschaft des Propheten Muhammad gewesen ist, Tochter des Propheten Muhammad, Sohn von Ali ibn Abi Talib, dem Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hussein ist ein Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah und er war der Vater von Zainul Abidin, von Ali ibn al-Hussein, welcher ebenfalls ein Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah gewesen ist, der den Glauben seines Vaters und seines Großvaters und seines Urgroßvaters verbreitet hat, den islamischen Glauben, den Glauben daran, dass Allah nichts und niemandem ähnelt, dass Allah ohne Ort existiert und dass Allah der Schöpfer aller Geschöpfe ist und dass niemand außer Allah anfangslos ist. Er hat den Glauben daran verbreitet, dass Allah ohne Ort existiert und dass man Allah keinen Körper und keine Körperteile zuschreiben darf. Zainul Abidin, Al-Hussein, Imam Ali, sie sind alle Imame von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bleibt standhaft und bis zum nächsten Video.